Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thomas Seelbach. Ich begrüße heute recht herzlich den ersten und zweiten Vorsitzenden vom Gewerbeverein in Niederzissen, Herrn Ralf Degen und Herrn Thorsten Wilhelmi. Wir sind heute Morgen. hier zusammengekommen, um mal über das Gewerbefestival, was am 27. Mai 2018 in Niederzissen stattgefunden hat, noch einmal zu sprechen. Ralf, die erste Frage an dich: Wie kam es eigentlich zu dieser Idee, ein Gewerbefestival in Niederzissen zu machen? Ja, wir haben im Jahr 2016 eine Versammlung gemacht, wo wir Interessenten für einen Gewerbeverein eingeladen haben, im Wappensaal hier in Niederzissen, auf der Verbandsgemeinde. Und an diesem Abend waren 50 Firmen schon da, die Interesse an diesem Verein hatten. Und da war dann auch ziemlich klar, dass wir diesen Verein an diesem Abend gründen. Hatten dann schon 50 Mitglieder im Verein drin und das war natürlich eine gute Basis. Thorsten, wie lief dann die Umsetzung und bis zum Gewerbefestival? Ich meine, von 2016 bis 2018, Haben einen großen Zeitraum. Zeitraum von 2 Jahren. Ganz genau. Ja, es war ja erstmal wichtig, die Leute zusammenzuführen. Das war oberste Priorität. Und dann, denke ich mal, auch vor dem Gewerbefestival war es einfach noch so, dass man eine Gemeinschaftswerbung auf den Weg gebracht hatte. Und dann begann eigentlich das Zusammentragen. Wo soll das Gewerbefestival stattfinden? Haben Firmen Interesse dran? Was wollen wir überhaupt machen? Wie sollen die Firmen sich präsentieren? Das war natürlich sehr wichtig, das im Vorfeld zu klären. Soll es dort Live-Musik geben? Soll es andere Shows geben? Sehr viele Gedankengänge, um die es dort ging. Und dann, denke ich mal, haben wir das innerhalb von den 2 Jahren ganz gut unter einen Hut bekommen. Und letztendlich, welchen Nutzen hatte die Mitglieder bzw. die Bevölkerung? Wer hatte etwas von diesem Fest, Ralf? Also zuerst haben wir mal viel dazugelernt, dass es so viele Firmen hier gibt, die wir selber gar nicht direkt kannten, ja? Und man hat sich zuerst mal untereinander kennengelernt und konnten dann noch im Prinzip eine Strategie entwickeln, wo man sagt, okay, man kann das Fest super gut gestalten mit einer guten Qualität, ja, und das Know-how der Firma darstellen. Ja, wie war letztendlich das Feedback nach dem Festival von den Teilnehmern, von der Bevölkerung insgesamt? Am Ende war es, denke ich, eine gelungene Veranstaltung, bis auf das regnerische Ende. Aber wichtig war einfach, dass man, oder ich zum Beispiel im eigenen Unternehmen habe gemerkt, dass viele Kunden nochmal das Gespräch gesucht hatten, die auf dem Gewerbefestival waren und dass sie auch noch über Dinge sprachen, die einzelnen Firmen von uns angeboten hatten. Sie hatten über die Aktionen gesprochen. Und das war ja wichtig, dass sowas im Kopf bleibt. Und dass somit auch die Firma im Kopf bleibt. Da haben wir da viel erreicht. Sehr große Resonanz, sehr positive Resonanz. Und das sorgt eigentlich auch für uns dafür, dass der Gedanke gereift ist, da eine Wiederholung durchzuführen, in welcher Art und Weise auch immer. Da gehen wir jetzt auf die Jahreshauptversammlung im Oktober zu, wo es zum einen Neuwahlen gibt, aber zum anderen auch ein Einbinden der Firmen in die Planung für die Zukunft stattfinden soll. Auch in welchem Tonus das Ganze stattfinden soll. Soll man das in 2 Jahren Abständen machen, in 3 Jahresabständen? Das sind die Überlegungen, die momentan bei uns eine sehr wichtige Rolle spielen. Also kann man sagen, es gibt auch schon wieder konkrete Planungen für eine Fortführung von so einem Gewerbefestival. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt in der Mitgliederversammlung, der Jahreshauptversammlung darüber sprechen, weil man darf ja die Sache auch nicht überfordern. Ja, sondern es soll gezielt sein, dass es dann passt. Ideen sind schon wieder da. Und die werden wir dann noch umsetzen, wenn das gewünscht ist. Ja, und nochmal ums Gewerbefestival. Was würdet ihr sagen, was waren so die Highlights? Die Highlights waren ganz einfach, dass man mit seinem Kunden Kontakt hatte, nicht nur über geschäftliche Basis, sondern einfach durch das Angebot vieles bieten konnte, man ein Gespräch hatte, außerhalb der normalen Sachen, die man da hat, ja. Und es waren ja auch viele Interessenten da, die Arbeit suchen, ja, die vielleicht aus der Schule jetzt entlassen werden und suchen neue Ausbildungsstellen, ja. Und das ist wichtig, dass man da mal kommuniziert und sagt, okay, einfach mal locker reden und daraus hat sich natürlich auch schon einiges ergeben dann. Waren auch junge Firmen dabei, die man so bisher noch nicht kannte? Es war gemischt. Ja, wir hatten Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten hier angesiedelt sind, neue Firmen dabei. Also es war eine gesunde Mischung und das hat das Ganze auch so interessant gemacht. Ja.
Also vielleicht gerade noch mal kurz zurück zu den Firmen, was Ralf ja schon angesprochen hat. Für mich war einfach eine große Qualität und Attraktivität, dass die Firmen sehr kreativ waren. An jedem Stand gab es etwas anderes. Ja, würde jetzt den Rahmen sprengen, da auch detailliert auf alles einzugehen, aber auch die Strategien der Firmen, das Ganze anzugehen. Ja, dass wir beispielsweise Firmen dabei hatten, die etwas angeboten haben, was nicht direkt mit ihrem Firmenumfeld oder Berufsfeld in Verbindung steht, aber sie trotzdem da eine Attraktivität für die Menschen, die da waren, geschaffen haben und es geschafft haben, Leute zu motivieren, an ihren Stand zu kommen. Und andere Firmen hingegen, die dann ganz klassisch das durchgezogen haben, wofür sie auch stehen. Ja, man konnte aus der Ferne auf den Stand sehen und konnte sagen, okay, für dieses steht die Firma hier seit Jahren. Und diese Kreativität, das war überragend, muss man Ja. sagen. Ja, klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese tollen Eindrücke und wünsche euch viel Erfolg beim nächsten Gewerbefestival. Sehr gerne. Dank.